In der Aufgabe 41 geht es um Ladewirkungsgrad. Da gibt es bestimmt eine Schaltung, wo ein Kondensator aufgeladen wird über einen Widerstand und irgendwo machen wir mal einen Schalter zu. Genau, also aus einer Spannungsquelle gespeist und über einen Schalter geschaltet wird über einen Widerstand ein Kondensator aufgeladen. Und den Widerstand nehmen wir natürlich R, den Kondensator nennen wir natürlich C, die Spannungsquelle nehmen wir einfach UQ. Und wir können mal so sagen, zum Zeitpunkt T gleich 0 oder irgendwann eben machen wir diesen Schalter zu. So, und was ist jetzt gefragt? Wie groß ist der Ladewirkungsgrad? Ich würde diesen Buchstaben wahrscheinlich Eta nennen, der da, oder ich würde ein Eta benutzen. Also der Ladewirkungsgrad, und den nennen wir Eta. Das ist ein kleines Eta. So, und wie kann man jetzt ganz allgemein einen Wirkungsgrad hinschreiben? Input durch Output, also normalerweise muss man ja mehr, ist so ein bisschen schwierig. Also eigentlich ist ja die Energie am Ende gleich. Ne? Also es gibt einen Energiehaltungssatz, so viel Energie, wie ich reinstecke, muss auch rauskommen. Und wenn ich Input durch Output rechne, muss irgendwie 1 rauskommen. Das ist nicht so, dahin gibt es ein... Genau, also die Nutzenergie geteilt durch die aufgewendete Energie. Ja, und die Nutzenergie könnte man dann sagen, das ist vielleicht sowas wie Output, das, was man eben raushaben will. Output durch Input. Und dann kommt auch was Kleineres was raus, was kleiner als 1 ist. Wenn ich Input durch Output rechne, dann könnte da eben auch, ne, wenn ich sage, Output ist Nutzenergie, dann könnte auch was größer als 1 rauskommen. Das ist nicht so, wie man typischerweise einen Wirkungsgrad definiert. Also ich schreibe mal hier hin, Nutzenergie mein N ist hier irgendwie ein bisschen komisch geworden, durch aufgewendete Energie. Genau, könnte man durch Gesamtenergie ersetzen oder man könnte das in dem Fall auch relativ gut, das machen wir vielleicht gleich, ersetzen durch die... Naja, also der kann man sich so ein bisschen drüber streiten. Also wir machen erstmal, das ist das, was von der Quelle bereitgestellt wird, ja. Und das ist das, was wir am Ende in dem Kondensator speichern würden. So, und jetzt gab es gerade den schönen Kommentar oder Hinweis, dass der Wirkungsgrad einer Heizung 100% ist. Und ich würde sagen, tatsächlich der Wirkungsgrad einer elektrischen Heizung ist im Prinzip 100%. Ja, also zumindest, wenn ich jetzt hier eine elektrische Heizung im Raum irgendwie anbaue und ich nehme als Energie der Quelle, ja, messe ich, was kommt an der Steckdose raus an Strom und Spannung, dann ist ja alles, was danach in einem Kabel, in dem Heizdraht, in was auch immer irgendwie umgesetzt wird, wird am Ende den Raum hier heizen. Also ne, ist aber bei einer elektrischen Heizung eben die Frage, wie definiere ich dann Quelle? Also wenn ich jetzt eben Quelle definiere als ich messe Strom und Spannung und rechne daraus eine Leistung und über das Zeitintegral der Leistung eine Energie, im Kraftwerk irgendwo oder in der Windenergieanlage oder in einer, weiß nicht, einem Blockheizkraftwerk, wo auch immer meine elektrische Energie herkommt, dann wird der Wirkungsgrad natürlich schlechter sein, ne? Weil ich dann die ganzen Verluste auf den Übertragungsleitungen, Transformatoren und so da nicht drin habe. Aber hier sagen wir mal, also die aufgewendete Energie, die kommt von der Quelle. Die Nutzenergie ist die Energie, die in dem Kondensator gespeichert ist. So, und die Verluste, genau, die Verluste haben wir hier oben in dem Widerstand, weil der wird warm. Okay, dann können wir so ein bisschen weitermachen und uns überlegen, wie kann ich das denn jetzt ausrechnen?
schon sind, aber man kann ja Energien und Arbeiten irgendwie gleichsetzen. Also Energie und Arbeit kann man auf jeden Fall sehr gut gleichsetzen, ja. Und deswegen würde ich jetzt sagen, wir rechnen mal aus, welche Arbeit Spannungsquelle macht und welche Arbeit der Kondensator macht. Naja, oder welche Arbeit, welche Energie im Kondensator gespeichert ist. Das kriegen wir vielleicht noch am schnellsten und am einfachsten raus. Also wenn ich jetzt das mal hier neben einfach irgendwie so hinschreibe, hier im Kondensator, wie kann man die gespeicherte Energie ausrechnen? Oh, kennt jemand eine Formel, um gespeicherte Energie in einem Kondensator auszurechnen? Genau. Also die Energie in dem Kondensator gespeichert ist 1/2 C mal U². Und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, ja, welche Spannung nehmen wir jetzt hierfür an? Genau, also das ist erstmal die Spannung, die über dem Kondensator abfällt, wenn ich die jetzt hier so U nenne, ja, oder ich nenne die mal UC, die Spannung, die über dem Kondensator abfällt. So, wenn ich jetzt diesen Kondensator komplett aufgeladen habe, was für eine Spannung fällt dann über dem Kondensator ab? Nee, wenn ich den komplett aufgeladen habe, also muss der eine Spannung haben, sonst hätte er keine Energie. UQ. Also am Ende, ja, für, ich schreibe mal irgendwie so hin, für T geht gegen unendlich, wenn ich zum Zeitpunkt T gleich nur den Schalter zumache, ist UC genauso groß wie UQ. So, warum ist das so? Weil er dann voll aufgeladen ist. Ja. Kann man das noch irgendwie durch Formeln beweisen oder zeigen, dass das so ist? Also wenn wir mal hier in dieser Schaltung hinschreiben noch. Genau, also wenn wir den R wegmachen, dann hängt der einfach direkt parallel da dran. Aber ich meine, der R ist ja irgendwie da, aber warum hat der Widerstand trotzdem keinen Einfluss? Also ich schreibe mal hin, hier fließt ja ein Strom, so ganz allgemein, in dieser Schaltung. So, was gilt denn formell für die Spannung über dem Widerstand? Also wenn ich für die Spannung über den Widerstand hinschreibe UR, wie kann ich die ausrechnen? Nee, fast. R mal I. R mal I. So. Und der gleiche Strom fließt ja auch hier lang. Wie kann man hier Strom und Spannung an der Induktivität in eine Formel reinpacken? Genau, also hatten wir gerade schon, irgendwie C ist sowas mit... Genau, also vorhin... Genau, also vorhin hatten wir gerade aufgeschrieben, C ist, ich schreibe jetzt mal tatsächlich so in Integral I über T integriert durch U. Jetzt rechnen wir mal U und durch C, dann haben wir 1 durch C Integral I T gleich. Genau, so, und ich meine, irgendwie steht hier auch sowas drin, jetzt wenn man, oh ja, das ist alles so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge hergeleitet, aber geht schon. Wenn ich jetzt hier ableite und hier ableite, ja, also integral abgeleitet ergibt den Strom, aber hier unten kriege ich hin du nach dt. Nee, da macht sich nicht dt weg, weil ich habe ja hier, ich habe jetzt hier einfach das Integral abgeleitet. Ja, so, und jetzt hole ich aber das du nach dt auf die andere Seite, dann kommt bei der Kapazität raus, I ist c mal du nach dt. Ja, und das kommt eben daher, wie hängen Strom und Ladung zusammen? Wie hängen Strom und Ladung zusammen?
Genau, also wenn ich das jetzt richtig akustisch verstanden habe, also einfach die Q nach dt. Wenn die Ladung sich ändert, fließt ein Strom. Und wir hatten ja vorhin auch gesagt, C ist Q durch U. Ja, oder ich sollte jetzt hier vielleicht ein kleines Q schreiben. Q durch U. Und wenn ich jetzt mal für Q eben einsetze, dementsprechend Q ist C mal U. Und das hier einsetze für das Q und das C hängt eben nicht von der Zeit ab, nur das U hängt von der Zeit ab, dann kommt genau da diese Gleichung bei raus. So, okay. Also an der Kapazität gilt das, an dem Widerstand gilt das. So, wenn jetzt unsere Zeit gegen unendlich läuft und wir lange warten, dann ist ja, irgendwann muss ja der Kondensator mal aufgeladen sein, auf welche Spannung auch immer. Aber wenn der Kondensator aufgeladen ist, was passiert dann mit der Spannung? Die ist fest. Ja, also irgendwann ist die mal konstant. So, wenn die Spannung über dem Kondensator konstant ist, dann ist die Ableitung von der Konstante 0. Das heißt, der Strom ist auch 0. Wenn der Strom 0 ist, ist die Spannung an dem Widerstand auch 0. So, die Spannung hier ist auch 0. Irgendwo muss aber die Spannung von der Quelle hin. Und das heißt, die Spannung von der Quelle ist über dem Kondensator messbar. Ja, und das ist ja genau das, was wir hingeschrieben haben. Also, wenn wir lange genug warten, dann ist die Spannung in dem Kondensator eben das. Also kann ich mal so hinschreiben, E-Nutz, ja, also unsere wirklich gespeicherte Energie, wenn der komplett aufgeladen ist, ist eben 1/2 C mal UC, UQ Quadrat. So, jetzt könnten wir das schon mal hier einsetzen. Ja? So, jetzt brauchen wir trotzdem noch irgendwie den Energieaufwand von der Quelle. So. Naja, so, und ich meine, da müssen wir jetzt mal so ein bisschen drüber nachdenken. Und jetzt ist eben die Sache, wie könnte man denn ganz allgemein eine Energie ausrechnen? Aus Leistung mal Zeit. Ja, Leistung mal Zeit, dann kommt eine Arbeit raus. So, also ich könnte hier hinschreiben, P von T, das integriert über die Zeit. Und zwar im Prinzip von dem Moment an, wo ich den Schalter schließe, bis zur Zeit unendlich, wo unser Kondensator aufgeladen ist. Oder zumindest weit genug, bis der Kondensator irgendwie aufgeladen ist. Ja, kommt ja darauf an, wie groß der Kondensator und wie groß der Widerstand ist. So, also mathematisch gesehen einfach unendlich, ingenieurwissenschaftlich gesehen lange genug. Ja, lange genug, müssen lange genug. So, wie können wir jetzt Leistung ausrechnen? Elektrische Leistung? U mal I. So, dann steht da immer noch Integral von 0 bis unendlich. So, und die, also ganz allgemein U mal I. So, die Spannung an der Quelle, die ist ja jetzt konstant, die ist UQ. Ich schreibe das erstmal so hin, UQ mal I. Ich schreibe jetzt mal I von T, ne? Das ist konstant, das hängt von der Zeit ab, immer noch über die Zeit integriert. Dann kann man das UQ auf jeden Fall rausziehen, weil das ist ja eine Konstante, kann ich vor das Integral schreiben. So, naja, und ich meine, jetzt haben wir immer noch ein Integral über den Strom in Abhängigkeit von der Zeit, integriert über die Zeit von 0 bis unendlich. So, was könnten wir jetzt eventuell für Trick 17 machen? Genau, wir haben ja hier schon mal eine super Formel für den Strom. Was hält denn uns jetzt davon ab, die da irgendwie einzusetzen? Also nehmen wir mal die Formel, langer unkonventioneller Pfeil, setzen die da ein, weil das ist ja genau der Strom hier in der Masche.
Also steht da UQ. So, das C ist auch eine Konstante. Ja, die schreibe ich auch gleich vor das Integral. UQ mal C. So, dann habe ich immer noch das Integral. In dem Integral steht jetzt DU. Genau, ich mache mal hier noch korrekterweise ein UC draus, ja, weil wir es hier UC da genannt hatten. Also DUC nach DT mal DT. Und die Grenzen sind immer noch von 0 bis, ich schreibe jetzt mal korrekterweise hin, von T gleich 0 bis T geht gegen unendlich. So. Mühsam erinnert sich das Eichhörnchen. Was wäre ein nächster schlauer Schritt? Wir kürzen das CT. Mathematikerinnen weinen jetzt und irgendwo stirbt ein kleines Kätzchen, aber das ist nicht so schlimm. Wir können das. So, und jetzt ist das DT weg. Jetzt integrieren wir auf einmal nach der Spannung. So, und weil wir jetzt nach der Spannung integrieren, müssen wir auch unsere Integrationsgrenzen ändern. Ja, vorher haben wir ja über eine Zeit integriert. Und jetzt müssen wir eben gucken, wie groß ist die Spannung an dem Kondensator zum Zeitpunkt 0? 0. Ja, also aus T gleich 0 mache ich jetzt UC gleich 0. Und wie groß ist die Spannung an dem Kondensator zum Zeitpunkt T geht gegen unendlich? UQ. Also ich integriere, bis das UC genauso groß ist wie UQ. Genau, so, und dann kann ich mir in das Integral eine 1 reindenken und wenn ich die 1 nach UC integriere, kommt UC raus. Also ich schreibe das UQ ab, UQ mal C. So, und dann habe ich diese Stammfunktion, also wenn ich die 1 nach UC integriere, kommt dann UC raus und das habe ich jetzt in den Grenzen von 0 bis UQ. Dann wäre der nächste Schritt Grenzen einsetzen, obere Grenze minus untere Grenze. UQ minus 0 ist UQ und ein UQ mal ein UQ ergibt ein UQ Quadrat und dann kriege ich raus C mal UQ Quadrat. Genau, also ist der Wirkungsgrad 1/2, weil wenn wir jetzt das Ganze hier einsetzen, steht für unsere gespeicherte Energie, für die Nutzenergie 1/2 mal C mal U Quadrat. Ja, ich schreibe das mal ruhig nochmal hin, 1/2 mal CU mal UQ Quadrat. Und für die aufgewendete Energie, haben wir ja gerade ausgerechnet, kommt raus C mal UQ Quadrat. So, und dann kürze ich eben das UQ Quadrat und das C weg und dann bleibt da raus, kommt da raus und es bleibt über 1/2. Also interessanterweise ist der Ladewirkungsgrad, wenn man einen Kondensator über einen Widerstand auflädt, ist 1/2. Immer 1/2, immer 50%, egal wie groß die Spannung ist, egal wie groß der Widerstand ist, egal wie groß die Kapazität ist, der ist einfach 1/2. Egal wie schnell ich das auflade, egal wie langsam ich das auflade, mit wie viel Strom und so, der Ladewirkungsgrad ist immer 1/2. Der praktische Nutzen von dieser Erkenntnis ist, dass es nicht wahnsinnig schlau ist, wenn man jetzt irgendwie große Energien speichern will oder viel Leistung im Spiel hat, einen Kondensator über einen Widerstand aufzuladen. Und jetzt kann man sich ja überlegen, wie macht man das anders? Oder wieder, also erstmal, was wäre eine praktische Relevanz von einer solchen Schaltung? Haben wir ja vorhin schon gesagt, ein Kondensator ist die Elektronensparbüchse, speichert Ladung. Ja, und wir können da zum Beispiel aus einer relativ schwachen Quelle, ja, und schwache Quelle heißt nicht unbedingt, dass sie wenig Spannung hat, aber die hat einen großen Innenwiderstand. Also aus einer schwachen Quelle können wir langsam so einen Kondensator aufladen und dann kann man den eben, wenn ich jetzt hier hinter noch einen zweiten Schalter bauen würde und eine zweite Last, dann kann ich den über einen kleinen Widerstand schnell entladen oder über eine niederohmige Last schnell entladen. Und so funktioniert, ich kann jetzt mein Handy nicht zeigen, weil das Handy nimmt ja gerade auf, ne, aber jedes Handy hat so ein Blitzlicht, wenn man Fotos machen will im Dunkeln. Und das ist genau das Gleiche. Das Blitzlicht ist eine LED. Ja, und die
die LED braucht eben, wenn die einen Blitz machen will, braucht die viel Strom. Für kurze Zeit viel Strom. Wenn man jetzt einfach so den Blitz an der Batterie, an dem Akku des Handys betreiben würde, würde die Spannung vermutlich zu sehr einbrechen und irgendwie der, was ich, das Ding stürzt ab. Ja? So, also nimmt man eben den relativ luschigen Akku von dem Handy, ja, also baut eine Ladeschaltung, die im einfachsten Fall so aussehen könnte, über einen relativ großen Widerstand lade ich langsam so einen Kondensator auf, ja, ein paar Sekunden. Und dann habe ich einen zweiten Schalter, ich gehe jetzt mal einfach hier wild drüber, ich habe einen zweiten Schalter und hier schließe ich jetzt meine LED an und die LED ist, die macht eben dann das Blitzlicht, was da rauskommt. Ja? So. Und dann dauert das eine Sekunde, zwei Sekunden, was auch immer, um das aufzuladen und dann mache ich das hier zu und in ein paar Millisekunden oder so entlädt sich das und macht eben für kurze Zeit einen hellen Blitz. So, und unsere Rechnung sagt uns jetzt, egal wie groß der Kondensator ist, egal wie groß meine Akkuspannung ist, egal wie groß ich diesen Widerstand hier baue, der Ladewirkungsgrad ist immer nur in Anführungszeichen 50%. Der ist nicht schlechter und nicht besser, aber der ist eben 50%. So, und naja, jetzt kann man sich überlegen, wenn mir das egal ist, weil ich habe genug Akkukapazität und ich blitze ja nicht so oft, wird man das so bauen? Ja, und wenn man sagt, na, so toll ist das nicht, weil hier ich will irgendwie besser mit der Akku gespeicherten Energie haushalten, dann müsste man sich natürlich überlegen, irgendwie muss ich jetzt das hier ändern. Ja? Und ein Trick wäre zum Beispiel, ich lade den Kondensator nicht über eine Spannungsquelle auf, sondern über eine Stromquelle. So, und der Akku ist aber nun mal leider eine Spannungsquelle. So, und das heißt, ich müsste mir irgendwas Leistungselektronisches bauen, was aus einer Spannungsquelle eine Stromquelle macht. So, und der Vorteil der Stromquelle wäre eben, ja, also der Nachteil der Spannungsquelle ist, die hat eben immer die gleiche Spannung. Wenn ich das jetzt auflade, hat das aber am Anfang ja erstmal keine Spannung. So, und das heißt, die ganze Spannung, die mir fehlt von hier zu hier, die verbrutzle ich eben immer über diesen Widerstand. Ja, und also es, im Prinzip das Problem ist, dass das UQ hier dass in der aufgewendeten Energie, dass die Spannung eben konstant bleibt. Die wandert vor das Integral und die ist dann irgendwie immer weg. Oder, also was heißt, sie ist weg? Die macht eben am Ende, dass da nur die Hälfte rauskommt. Bei der Sache. Ganz kurzes Verständnis. Ja. Gab es einen Grund, dass Sie die LED so geholt haben, wie Sie es haben? Ja, weil die LED, der Strom würde jetzt ja so durch, also ich lade den Kondensator auf, jetzt hat der Kondensator positive Spannung in die Richtung und würde einen positiven Strom in die Richtung treiben und positiver Strom fließt, kann bei einer Diode von der Anode zur Kathode fließen. Also hier oben wäre jetzt ja, so wie ich das gezeichnet habe, wäre hier die Anodenseite und hier unten wäre die Kathodenseite. Also ist es quasi nicht verpolt? Nee, die ist nicht verpolt, die ist so richtig rum angeschlossen. Wenn wir sie aber drehen würden, dann wäre sie verpolt. Und wenn wir sie drehen würden, dann wäre sie verpolt, dann würde sie keinen Strom leiten. Okay. Zumindest bis sie nicht irgendwie, bis man so viel Spannung drauf geht, dass sie kaputt geht. Ja, und also wahrscheinlich würde man jetzt dann trotzdem, aber ich meine, da hat ja das, also keine Ahnung, ob die nicht ganz kurz mal ganz hell leuchtet und dann auch kaputt ist. Also vielleicht braucht es ja auch noch einen kleinen Widerstand, der erstmal ein bisschen den Strom begrenzt am Anfang, aber ich meine, der macht mir natürlich auch wieder Verluste. Also vermutlich wird man das so dimensionieren, dass wenn ich jetzt einen Kondensator auf irgendeine Spannung auflade, dass die Energie, die da drin gespeichert ist, genau nicht ausreicht, die LED kaputt zu schießen, sondern dann nur eben einmal ein schönes helles Licht zu machen. Genau, das wäre für mehrfachen Betrieb dieser Blitz-LED wäre das nicht verkehrt. Ich meine, ganz früher gab es ja so Blitzwürfel für Kameras, die haben eben genau einmal geblitzt, ja, weil da ist irgendwie eine chemische Reaktion drin abgelaufen und dann waren die danach eben verbraucht. So, was man jetzt, wenn man gerade schon mal diese ganzen Förmlichen hier aufgeschrieben hat, was man sich natürlich auch mal überlegen könnte, ist, wenn wir jetzt
diese gleiche Rechnung, die wir jetzt für die aufgewendete Energie gemacht haben, wenn wir die jetzt nochmal für die Nutzenergie machen, kann man schon mal so ein bisschen drüber nachdenken und grübeln im Hintergrund, was da irgendwie rauskommen sollte. Ja? Also wir machen jetzt genau das gleiche nochmal. Hier schreibe ich mal dran PQ, das war die Leistung von der Quelle. Wenn ich das jetzt mit der Nutzenergie mache, muss das ja die Leistung sein, die in den Kondensator reingeht. Und also ich nehme wieder die Leistung an dem Kondensator, integriere die über die Zeit von 0 bis t gleich unendlich. So, dann kann ich ja genauso einsetzen, Leistung ist, elektrische Leistung war U mal I. Also Integral von 0 bis unendlich und jetzt steht da UC von T mal I von T dt. So, dann habe ich jetzt zwei Größen, die offensichtlich von der Zeit abhängen. Ich kann keine davon vor das Integral ziehen, aber was kann ich machen, um das zu vereinfachen? Ja, aber das, also wenn die Zeit gegen unendlich geht, nur dann wäre das eine Konstante. Aber ich habe ja trotzdem alle Zeiten von 0 bis unendlich. Also ich kann das nicht einfach durch UQ ersetzen. Das würde ja nur für die Endzeit gelten. So, andere Idee, um das irgendwie zu vereinfachen, damit was zu machen? Also wieder irgendwie was einsetzen, was wir hier oben schon mal hatten. Hier oben haben wir den Strom eingesetzt, das war eine ziemlich clevere Idee, machen wir das doch nochmal. Also setzen einfach wieder den gleichen Strom hier ein. Und dann haben wir zweimal U zu stehen. So, also dann kommt da raus immer noch Integral von 0 bis unendlich. Ich schreibe mal wieder hin gleich, also das bezog sich ja hier auf die Zeiten. Ja. So, dann haben wir UC von T. Für I setzen wir jetzt ein C mal DUC von T nach DT. Und dann haben wir immer noch das DT von dort hinten. So, dann passiert was? Dann können wir wieder die DTs wegkürzen. Jetzt integrieren wir nicht mehr nach der Zeit, sondern wir integrieren nach dieser Spannung. Das heißt, wir müssen wieder hier hinschreiben, das ist jetzt die Spannung von dieser Zeit. Das ist die Spannung von dieser Zeit und die ist dann UQ. Nee, wir machen ja trotzdem, wir laden ja trotzdem auf. Und wir machen trotzdem Aufladen. Wir gucken nicht auf die Energie der Quelle, sondern wir gucken auf die Energie in dem Kondensator. So, was kann man noch mit dem C machen? Das kann man vor das Integral schreiben. So, und dann? Jetzt müssen wir U von C oder einfach UC nach UC integrieren. So wie wir an X nach X integriert. So, was kommt da raus? Genau. 1,5 UC Quadrat. So, also schreibe ich ab C und unsere Stammfunktion ist 1,5 UC von T zum Quadrat und das in den Grenzen von 0 bis UQ. Wenn ich das mal kurz aufschreibe. So. Und dann können wir es wieder einsetzen, obere Grenze minus untere Grenze, und dann kommt da raus 1,5 mal C mal UQ Quadrat. Und das ist? Genau, das, was wir da oben schon aufgeschrieben haben. Ja, also wir haben jetzt praktisch mal einmal die Formel hergeleitet für die Energie, die in einem Kondensator gespeichert ist. Ja, und die... Also dieses 1,5, was da drin steckt, weil man sich ja fragen könnte, wo kommt denn hier eigentlich das 1,5 her in dieser Gleichung? Das 1,5 kommt aus diesem Integral. Wenn ich das UC nach UC integriere, kommt da 1,5 UC Quadrat raus. Ja, und letztendlich, also ne, wenn man das jetzt für eine Induktivität aufschreiben würde, würde da 1,5 L mal I Quadrat stehen, kinetische Energie ist 1,5 m mal v Quadrat, da kommt das 1,5 genau aus solcher ähnlichen Betrachtung her, wenn man sich das mal ausrechnet.